rede so, ich bin nämlich ein Babyelefant. Und ich wurde jetzt in Pension geschickt. Und jetzt bin ich ganz traurig. Aber ich kann euch eine Geschichte ankündigen, die jetzt hier erzählt wird. Opa, kannst du mir eine Geschichte erzählen, bitte? Der Opa sagte, natürlich, meine Liebe. Und dann fing Opa zu erzählen an. Der Hase Hops war ein fürchterlich eitler Kerl. Und er glaubte, dass er ganz besonders gut ist. Und immer wenn der Igel Mäcki kam, machte sich der Hase über den Igel lustig. Er sagte, Mäcki, du bist ein so ein lahmer Kerl, du kannst ja nicht mal schnell laufen. Mäcki sagte, ist ein Blödsinn, Hops, ich kann ganz schnell laufen. Der Hase lachte sich halbtot und sagte, lass uns um die Wette laufen. Mäcki sagte, ist gut, wir laufen um die Wette. Schau mal, wir laufen jetzt hier über die Wiese. Ist das gut? Natürlich, du wirst verlieren, du lahme Ente. Ich bin keine Ente, ich bin ein Igel. Und sie stellten sich am Start auf. Mäcki marschierte ganz gemütlich los. Und Hops ließ ihm einen Vorsprung. Auf einmal rannte Hops los. Hops rannte über die Wiese und als er am anderen Ende ankam, saß dort Mäcki. Hey, das gibt's doch nicht, sagte Hops. Wieso bist du früher als ich da? Darauf sagte Mäcki, ich kann halt einfach schneller laufen als du. Lass uns zurücklaufen. Hops sagte, okay, wir laufen zurück. Sie stellten sich wieder am Start auf. Mäcki ging langsam los und Hops flitzte davon. Aber als Hops ans andere Ende der Wiese kam, war schon wieder Mäcki da. Das gibt's doch nicht, dass du schneller läufst als ich, sagte Hops. Mäcki lachte, aber klar gibt's das. Hops schlich ganz traurig davon. Mäcki aber machte sich auf den Weg über die Wiese. Und als er zum anderen Ende kam, saß dort Mucki, sein Zwillingsbruder. Und Mucki sagte zu Mäcki, na, den Hasen haben wir aber schön reingelegt. Also Opa, das war aber eine schöne Geschichte. Ja, sagte Opa, was lernst du denn daraus, mein Enkelkind? Weißt du was, Opa, wenn man zusammenhält, ist man stärker. Ganz richtig, sagte der Opa. Eines Tages ging der Löwe durch die Wüste. Da begegnete ihm eine kleine Maus. Der Löwe wollte die Maus fressen. Doch die Maus sagte, starker Löwe, bitte friss mich nicht. Der Löwe sagte, hey, warum sollte ich dich, kleinen Zwerg, leben lassen? Vielleicht kann ich dir irgendwann mal helfen. Der Löwe lachte. Ha, ich bin der König der Tiere, was willst du mir helfen können, du kleine schwache Maus? Aber von mir aus, lauf davon. Eines Tages ging der Löwe im Wald spazieren und plötzlich fiel ein Netz über ihn, das die Wilderer dort aufgehängt hatten. Der Löwe brüllte und schrie, Hilfe, Hilfe, kann mir niemand helfen? Aber niemand kam. Der Löwe saß in dem Netz und hatte Angst, dass die Wilderer ihn fangen würden. Einmal kam von der Seite die kleine Maus. Hey, großer, starker Löwe, ich glaube, ich kann dir helfen. Und die kleine Maus nagte mit ihren scharfen Zähnchen das Netz durch, bis der Löwe wieder frei war. Der Löwe aber war dankbar und sagte zur Maus, ab jetzt bist du meine beste Freundin. Die Enkelin sagte zum Opa, das war wieder eine schöne Geschichte. Was könnte ich denn daraus jetzt wieder lernen? Da sagte der Opa, ja weißt du, auch die Kleinen können den Großen mal helfen.